So, wir fahren jetzt runter in die Stadt und machen gleich so eine Aktion, so eine Prospekt-Einführungsaktion. Jetzt haben wir wieder mit Tempomat 60 oder was. Die Sanctus schafft 180. Aber wir fahren ja Kolonne. So, hier muss das sein. Travis muss hier irgendwo sein. Ja, die sagt eine leere Lara-Halle. Vielleicht ist da draußen noch irgendwo. Da ist er. Gottverdammt. Da ist er doch. Wo hast du dein Bike stehen? Ja, ich wusste nicht, ob das Tor hier offen ist, deshalb bin ich hier vorne gestanden. Wo steht denn das? Mein Bike steht hier hinterm Haus, hinter so einem kleinen Tanker. Naja, dann zeig mal. Hast du nur abgestellt, dass das nicht direkt sieht. Wir können aber auch reinfahren. Hier rein? Nee. Wie ihr wollt, können wir alles machen. Nee, nee, die Halle wollte ich auf jeden Fall nutzen. Da kommen wir hoch und runter und überall. Genau, genau. Aber die Bikes würde ich da nicht hinstellen. Ja, dann nicht. Hier einfach links um die Ecke direkt. Das ist nicht zu verfehlen. Alles klar. Bitte passt mit den Bikes, ja? Ja, ja, klar, da sieht man das so nicht. Ja. Ja, und jetzt haben wir hier eine riesengroße leere Halle. Wir haben verschiedene Räume. Wir können hin, wo wir wollen. Wenn wir in der großen Halle sind, da gibt es noch ein paar alte Metalltreppen und so ein Scheiß, wo man hoch kann. Kann man da irgendwo hoch? Ja, ja, ja. Da gibt es auch Leitern und so. Aber da bin ich nicht hochgeklettert. Ja, aber der Raum ist abgeschlossen. Da kommst du nicht in die große Halle. Na, dann lass mal. Also, wir haben unsere Handys jetzt ausgehabt. Ja. Ich werde dann Brett gleich anrufen mit einer unterdrückten Nummer, oder? Genau. Ruf ihn erstmal, obwohl, nee, du kannst ja mit deiner Nummer anrufen. Oh, spielt eigentlich keine Rolle. Wir haben dir dein Handy zurückgegeben, du sollst um Hilfe holen. Aber ja, erstmal gehen wir da hoch. Ja. Was erpressen wir denn da raus oder so? Ja, das ist jetzt die Frage, was wollen wir von ihm haben? Was ist realistisch, dass er überhaupt irgendwie packt? Wenn ich zu dem sage 25.000... Sag ihm 15.000, der weiß genau, was 15.000 wert ist. Okay, okay. Sein Bike nämlich. Ah, verstehe. Ich bin gespannt, ob er das noch schon hat. Ja, du kannst ihm ja auch ein bisschen helfen, wa? Ja, ja, das kriegen wir schon. Das muss er aber, er muss so ein bisschen, ne? War das Tor hier offen gerade? Nee. Ah, okay, es gibt aber noch einen Seiteneingang. Ich wusste nicht, dass das hier zu ist. Dann müssen wir tatsächlich noch. Und warum genau machen die das? Naja, um Wade, weil sie irgendwas von Wade wollen. Also meinst du die Kohle? Ja, also was, die wollen ja wahrscheinlich damit ein Statement setzen. So ein Kartell führt ja niemand und sagt, weil Wade irgendeine Scheiße gebaut hat damals. Der hat doch so viel Kacke auf dem Rücken. Sagt Travis dann einfach, du hast damals wohl irgendwas Scheiße gebaut. Ja, ja. Und jetzt wollen die eine Abrechnung dafür haben, damit die keinem was antun müssen, weißt du? Sich mit den Falschen angelegt, hat da irgendwas war auf dem falschen Grundstück, was weiß ich was. Genau, das ist es nämlich. Guck ein bisschen, wie er reagiert. Das ist ein scheiß weiter Weg zu Fuß, ich sag's dir. Ja, dann, fuck. Lass mal rennen. Dieses Lauftraining im Knast, irgendwie habe ich das Gefühl, das hat bei uns beiden Spuren hinterlassen. Leicht, ja. Mit der Summer an, wie frisch sie ist. Scheiße. Los! Los! Rennt! Oh Gott! Oh, was bist du denn? Ein Sportbike oder was? Das ist nämlich auch noch nicht der Eingang. Wir müssen einmal rum. Hab ich die Peitsche mit? Nee. Scheiße, sag mal, die liegt bei mir im Trailer, die Peitsche. Ja, hab ich vergessen. Ach du Scheiße. Die Ungläubigen. Boah, war ein guter Gottesdienst heute, muss ich sagen. Das war der beste Gottesdienst, den wir hier hatten. Ja. Ich glaube, hier können wir rein. Hier war das. Genau, hier kommen wir rein. Hier sind auch Treppen und dann direkt da hoch. Oh, würde ich sagen, ja. Würde ich auch sagen. Weiß auch nicht, was das da hinten für ein altes scheiß U-Boot ist oder so. Asbach. Uralt. Mein absolutes Lieblingsgetränk. Da habt ihr echt ein paar gute Dinger hingelegt. Wahnsinn. Hits. Haben wir auch viel für geprobt. Scheiße, ist die Tür offen? Keine Ahnung. So weit war ich auch noch nicht, aber hier geht's auf jeden Fall links auch noch weiter. Ah, sie ist offen, perfekt. Oh. Das sieht doch nach einem guten Ort aus. Ja. Hier rein und dann links direkt. Oh, schönes Büro. Hier warten wir auf ihn. Hier werden wir auf ihn warten. Das ist großartig. So, dann ruf ihn an. Die Geschichte ist also, die Leute vom Kartell haben dich aufgeschriffen, du kannst uns nicht erreichen. Mhm. Die haben ihn erwähnt, weil er halt damals mit dem was am Hut hatte. Und die wollen jetzt Ersatz haben, aber die haben noch nicht gesagt, wie viel. Der soll Geld besorgen. Oder irgendwas. Erstmal nicht die Summe nennen. Okay, okay. Alles klar? Und dann rufst du ihn 5 Minuten nochmal an. Mhm. So, ich ruf jetzt an. Wait. Ich bin's, Travis. Das ist Travis. Wait, du musst mir jetzt genau zuhören. Kannst du dich noch erinnern an das Unicorn? Dieser scheiß Typ mit der Mütze und was du gesagt hast, mit denen legst du dich nicht an. Scheiße.
Den legst du dich nicht an? Scheiße, ich glaube genau die Leute haben mich weggeholt, Mann. Ich stand voll. Ich habe nur eine geraucht und auf einmal schwarze Vans gepanzert, haben mich eingepackt, Mann. Echt? Scheiße, Wade, ich weiß noch nicht genau. Ich kann dir noch nicht sagen, wo ich bin, aber ich brauche deine Hilfe, Mann. Die haben dich erwähnt. Scheiße, die meinten, ich soll dich anrufen und nur dich, Mann. Die haben irgendwen bei uns drin, Mann. Irgendwen. Der weiß, der wusste alles über uns. Scheiße, Wade, du musst Geld besorgen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich. Ich vermute, ich kann dich später anrufen, aber du musst Geld auf treiben, Mann. Du brauchst auflegen, Kohle. Auflegen. Oh, Scheiße, ich muss auf! Ah, zu spät! Das war doch schon aufgelegt, Summer. Verdammte Scheiße, Summer! Verdammt doch mal, Summer. Wie hat er reagiert? Ja, erst hat er mich gefragt, ob ich rauche, weil ich so gehustet habe, aber dann hat er sofort gerafft, das Kartell. Er sagte, Scheiße, ja, ich krieg das hin. Und das ist losgerannt. Ich glaube, er ist schon gerannt mit Telefon. Sehr gut. Doc weiß Bescheid, das heißt, er sollte es jetzt mehr oder weniger alleine machen. Ja, ich denke auch. Bin gleich wieder da, ich sehe mich hier oben nochmal um. Natürlich. Okay, hinten kommt keiner. Summer, komm mal mit. Kopf gerade halten kann. Hast du eine Leiche gefunden? Nein, ich habe eine coole Idee. So. Schon wieder? Du kannst hier oben nur von einer Seite rein, da hinten sind so riesige Container, also hier diese Kartons. Da verstecken wir uns hinter, wenn er kommt, damit Travis darin alleine ist. Genau, hier hinten. Ah. Travis, guck mal, ob du uns irgendwie siehst von da hinten. Ich denke, der Arsch raus oder so. Nee, also wenn ich drauf achte, sehe ich den Haarshop von DC, aber da muss ich auch wirklich wissen, dass er da ist. Alles klar, dann stehen wir dann, wenn er kommt, wenn er im Raum drin ist, und dann machen wir das. Ja, gut. Sehr gut. Bin gespannt, ob der hierher findet. Ja, gut, aber mit Postleitzahl wird das wir irgendwann schaffen. Genau. Mit Postleitzahl wirst du ihm sagen und dann halt auf der Hinterseite, ne? Ja, ja. Was ist denn das hier? Das ist ein Kontrollzimmer. Also so ein, das ist hier halt die Observationsraum, ne? Was ist das? Ich dann hier so sitze, ja, genau. Wenn er kommt. Ist gut. Mit dem Rücken am besten zur Tür, wa? Ja. Denke ich. Also. Ja, genau. Stellt jetzt keine Fragen oder so. Wieso? Ah, vielleicht habe ich ein kleines Päckchen Kunstblut dabei. Was? Ist das auch wirklich Kunstblut? Es ist besser für euch, wenn ihr das denkt. Der hat doch gesagt, keine Fragen. Achso, Entschuldigung. Ja, eben. Scheiße. Das können wir dir ja irgendwo drüber kippen. Ja, klar. Liegst du hier so kaputt und dann... Ich ahne, was du vorhast. Dann kommen wir von hinten, DC. Weißt du? Ach du Scheiße. Ja. Dann kommt Wade hier rein. Und dann kommen wir. Okay. Müssen nur gucken, dass er uns nicht erschießt oder so. Ich glaube, das macht er nicht. Wade ist, glaube ich, nicht so der Waffentyp. Nee, ich glaube, der scheißt sich auch zu sehr ein, als dass er irgendwen vom Kartell anschießen würde. Ja, das denke ich auch. Scheiße, Mann, was ist das hier eigentlich? Das ist eine alte Werft. Ah. Und hier oben ist so ein Zimmer. So, jetzt ruf ihn mal an, die wollen 15 Riesen. Egal wie. Soll ich ihm auch ein Zeitlimit geben? Er soll erstmal 15 Riesen besorgen, egal wie. Das muss auch nicht in Geld sein, einfach 15 Riesen. Ja. Wait, ich bin's wieder. Wait, du musst 15 Riesen besorgen, egal wie, Mann. 15 Riesen, ob das in Material ist oder in Geld ist egal, aber die wollen 15 Riesen. Absolut richtig. Soll sich beeilen. Muss ich beeilen, Mann, die sehen nicht aus. Oh, Scheiße, als wenn die Scherze machen würden. Die sagen ihm gleich genau die Koordinaten, er soll schon mal zum Hafen fahren in der Stadt. Du. Ja, oh, warte, was da kommt, läuft so ein Typ in der Kettensäge vorbei, oh Gott. Du musst so jetzt Richtung Hafen schon mal kommen. Genaueres folgt. Ich muss auflegen, oh fuck! Ich hau dir jetzt im Bauch. Mensch! Hör doch mal auf, ihn zu schlagen, immer wenn er auflegt. Oh, mein Bauch! Oh, verdammte Scheiße! Warum kriegen wir das nicht hin, dass das am Telefon passiert? Ich verstehe das nicht. Ja, weil Travis hier schon sehr gebrochen ist, eigentlich. Ja, schon ein gebrochener Mann. Ja. Oh Gott. Oh, kriegt in die Leber. Das hätte jetzt so richtig echt geklungen noch. Er war auf jeden Fall super aufgeregt am Telefon schon. Okay, also. Richtung Hafen, Stadt, 15.000. Und der nächste Anruf ist dann die genaue Location. Ja. Wenn der hier reinkommt,
sprichst du so laut, dass wir das da hinten auch hören können. Hier kriegen wir, passt das so? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, wenn du laut genug sprichst. Geh mal lauschen. Ja, geh mal lauschen. Hörst du das? Mama! Ja. Okay. Okay, passt. Das heißt, du sprichst so laut, dass wir das hören. Und du sagst, der soll ihm das, er soll ihm das, der soll dir das geben. Ansonsten kommen die hier wieder rein. Machen wir so. Oder er sollte zumindest sagen, was du gebracht hast. Ansonsten kommen die hier wieder rein. Ja, das passt. Auch mit den ganzen PCs hier, ich sag, die haben uns im Blick. Und dann, das kriegen wir hin. Genau. Und wir schleichen uns dann nach vorne. Scheiße, Mann, der kriegt einen Herzinfarkt. Rufst du ihn nochmal an, oder? Ja, ja, noch. Er hat ja jetzt erstmal die ungefähre Location gekriegt. Hau ich dir nochmal im Bauch. Ja, das wird gut. Verdammte Scheiße, sag mal. Oder was soll ich machen? Naja, erstmal gar nichts. Das soll alles ohne die Schläge funktionieren. Was? Oh Gott. Ist hier eine Zange? Nein. Ich hoffe, hier ist keine Autobatterie. Oh ja. Naja, im Notfall kannst du auch so eine Mehrzwecksteckdose aufbrechen, das sag ich dir. Gott. Hat uns doch alles der elektrische Eddy gezeigt. Oh Gott, der elektrische Eddy. Mit dem immer diesen, der, wo wir alle dachten, der hat einen Afro, aber es ist eigentlich nur, ist immer so aufgeladen gewesen. Mit den abstehenden Haaren, ey, Gott, das wäre. Das sah immer merkwürdig aus. Selbst sein Schnurrbart hat abgestanden. Ja. Der sah ein bisschen aus wie der Erzbösewicht von diesem schnellen blauen Jungen. Die Dartpfeile da, wo sie sind, verdammt. So, ich guck schon mal, ob ich hab die extra reingesteckt, die alles. Ja, das wäre gut, wenn du die dabei hättest. Ja, habe ich alles. Hab ich alles dabei. Wenn ich einen Kopierer sehe, komme ich auf komische Ideen. Was? Bin gespannt, ey. Muss mal aufpassen, nicht, dass Wade so schlau ist, dass er da hinten steht und uns hier oben schon sieht. Wir reden von Wade. Naja. Wir müssen eher davon ausgehen, dass der statt 15.000 gerade gleich irgendwie 1,5 Millionen sucht gerade oder so. Ja. Pass auf. Okay, wir werden jetzt Folgendes machen. Rufst jetzt an. Nochmal. Und du sagst die Location. 3703. Gigantisches Lagerhaus. Alte Werft. Und die, wenn er davor steht, da gibt es einen linken Seiteneingang hinten. Von dem kommt er rein, weil der Haupteingang zu ist. Und da soll er dann oben in den Kontrollraum soll er dann das Zeug bringen. Alles klar. Da bist du. Was ist denn da? Wait. Du musst dich beeilen. Oh, fuck. 3703. Eine alte Werft. Du musst da durch irgendeinen Seiteneingang auf der linken Seite rein und den Kontrollraum suchen. Der ist oben. Da sollst du die Scheiße hinbringen. Und Scheiße, Wade und allein, Mann. Die sind hier überall. Okay, Wade. Verdammt, Summer. Oh! Kommt er? Ja. Er ist auf dem Weg, sagt er. Alles klar, dann unten jetzt hier. Bau dich schon mal auf, Travis. Wir verstecken uns. So, wir kommen dann rein. Wenn er reingekommen, du musst dann, wenn du geredet hast, ja. Ja. Ja, wenn du alles dabei hast, am besten sagst du, wenn er fährt, Gott sei Dank, wenn das Codewort, wo wir kommen, ist, Gott sei Dank hast du alles dabei. Wenn du alles dabei hast. Alles klar, kriegen wir hin. Okay, gut. Oder er soll es auf den Boden legen. Nee, da könntest du einfach dahin gehen. Ja, okay. Na dann. Ich bin mal gespannt, ob er es findet. Schätzt du eine Zeit, Sommer? Was meinst du, wie lange er braucht? Naja, wait halt. Er wird schon eine halbe Stunde brauchen, denke ich, ja. Also wenn du jetzt nochmal auf Klo musst, wäre schlecht. Meinst du, der kriegt das hin? Das ist eine Prüfung, Summer. Darum sind wir hier. Theoretisch müsste er einfach nur mit seinem Bike hierher kommen, oder? Genau. Wenn er sein Bike dabei hat, ist das 15.000 wert und mehr. Das wäre zumindest der Exit da, wenn er kein Bargeld hat. Ja. Hat er irgendwas in der Scheidung bekommen? Nee, so ein Bademantel, aber ich weiß nicht, ob er den schon bekommen hat. Und geteiltes Sorgerecht für den Hümer. Okay. Aber den hat er jetzt auch gerade gar nicht. Wenn er drin ist, schleichen wir uns langsam nach vorne. Ja. Geduckt. Na klar.
Er braucht ja eh schon, bis er von da oben hier runtergefahren ist, eine Weile. Der war doch schon hier in der Nähe, darum haben wir ja schon vorgeschickt Richtung Hafen. Ah ja. Also so lange sollte es nicht sein, aber er muss den Eingang erstmal finden, ne? Ich habe einen Verehrerbrief bekommen. Von wem? Weiß ich nicht. Irgendjemand, der weiß angezogen, ja. Dann kommt der komplette Lost rein, alle weiß angezogen. Was glaubst du, was das mit mir gemacht hat? Ach du Scheiße. Nimm ein Gedicht. Was hat er denn gedichtet? Ich geb's dir. Oh Gott. Ich lese das nicht vor. Ich lese das gerne vor. Ja, das würde ich mir gerne anhören. Warte mal, was steht denn da drauf? An Summer. Das bin ich. Warte mal, ich glaube, mein Zettel guckt hier raus. Warte. Scheiße. Wechseln. Okay. Du bist mein Schmerz und du mein Leid, meiner Blindheit Schicksalsschlag. Du holde Stimme in mir verhallt. Eine Nacht hüllt sich in Schweigen. Ach, so schaurig, ach, so eigen. Nur noch alles leer und kalt. Leise, welkend mich entfärbend, siehst du mich innerlich für dich sterben. Keiner werde je danach fragen oder klagen, wie das Schicksal zu tragen. Und nun kann ich kein Licht mehr sehen in dieser wachsenden Dunkelheit, kann kein Leben mehr führen in meiner unendlich wachsenden Sehnsucht, um nur noch einmal jeden kurzen Augenblick zu erleben. Denn einst, den wahrscheinlich einst du mir hast gegeben. Von wem ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du das so vorliest, klingt das richtig schön. Ja, sag ich ja. Du kannst das richtig gut. Lesen? Ja, ja, du musst ja auch die Bibel lesen. Vorlesen. Ja, ja, klar. So, geh mal wieder rüber. Das war wirklich schön. Gut, dass unsere Handys aus sind, ansonsten werden wir jetzt hier zugeballert. Wahrscheinlich, ja. Sehen wir Anruf in Abwesenheit dann? Oh, das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das geht erst, wenn Neues wieder an ist. Dass der jetzt das Land verlässt und wir sitzen hier und warten. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber mal sehen. Travis, ruf ihn nochmal an und sprich laut. Okay. Frag, wo er bleibt. Wait! Wo bleibst du? Ich höre dich nicht, Wait, aber wo bleibst du? Oh Gott. Gott, nimm das Messer. Nimm das Messer weg. Oh Gott. Er ist gleich da, hat er gesagt. Ist klar. Ruf ihn rein, wenn du ihn siehst. Ja. Travis, ruf ihn nochmal an und beschreib ihm die Location. Okay. Das wird doch langsam zu viel. Hey, die wollen auf mich schießen. Wo bist du? Ah! Fuck. Muss schon ganz nah sein. Okay, er scheint hier zu sein. Travis, ruf mal nach ihm. Wait! Wait! Wait, oben! Wait! Oh Gott. Oh. Richtig gut. Du hast ihm auch voll in die Eier gehauen. Ja, soll ja echt wirken. Oh! Oh Gott, er kommt. Ich hab eine Tür gehört. Er kommt. Wait, ich hoffe, du kommst bald. Er kommt, er ist da. Oh, jetzt Ruhe. Oh. Fuck. Oh, wo bleibt Wade? Okay, schleich mir nach. Oh Gott, Wade, die beobachten uns. Hast du alles dabei, Mann? Okay, du sollst die Kohle hier ablegen, Mann. Ein Glück hast du alles dabei. Gott, die wollen mich umbringen. Ja, leg's auf den Boden, Mann. Ein Glück hast du alles dabei. Gottes Willen. Fuck. Warte. Ah, sehr gut. Sehr gut. Kannst du meine Arme freimachen? Ein Glück liegt. Ist da das Geld drin? Oh Gott, ich höre Schritte. Fuck, die sind noch da. Wait. Ah! Gott, du dumme Sau! Aber ich bin gerade erschrocken hier! Wait! Verdammter Wait. Wait! Das ist ein Arschlöcher, ich hab mir volle Kanne in die Hose geschrieben! Diese Scheiße hier! Ist ja super, dass du eine Lederhose anhast.
Mensch! Geh vom Kartell! Gatte, schnell raus hier! Wait. Ja! Du bist weg! Wait. Hier ist niemand vom Kartell. Oh Gott. Ich hab ganz schwitzige Hände und ich hab mir ein bisschen in die Hose gepinkelt. Tatsächlich. Scheiße. Wait. Ein bisschen kacke ich auch. Wait. Ich war in der falschen Halle. Ich bin da umgehört. Das ist nicht witzig. Ich weiß nicht genau warum, aber es überrascht mich nicht. Aber ich kenne mich hier tatsächlich nicht aus. Wait. Hörst du mir zu? Ich höre dir zu. Hast du dich ein bisschen gefangen? Ja, ich hab mich gefangen. Mensch, das kann aber nicht nur Verwandlung. So ein Quatsch. Wait, weißt du, warum wir hier sind? Aber wegen Kartell. Ja. Was hast du mitgebracht? Ja, da, ich hab die. Da liegt doch die Geldkassette auf dem Boden da. Das muss er aufheben. Alles klar. Wait, weißt du, warum wir hier sind? Ja, nee, nicht so ganz. Wait. Ja. Du hast dich scheiden lassen. Du hast deine Strafen abgesessen. Du hast dein Leben neu geordnet. Oh. Und darum fängt jetzt ein neues Leben für dich an. Weiß ich gar nicht, was ich alles soll. Zieh sie an. Zieh ich erstmal einen Pulli aus, das ist scheiße. Du kannst auch erstmal deinen Pulli ausziehen, mir egal. Kannst du dich noch erinnern, was Vater Chase zu dir gesagt hat? Du kriegst ja irgendwann vielleicht deine eigene. Oh, ganz eigene. Der ist super. Oh ja, lass dich drücken. Oh, komm mal alle her, ihr Schneemittel. Hallo. Ja, lass dich umarmen, Bruder. Herzlich willkommen, Wade. Alter. Das ist super. Die hast du dir verdient. Mach genau so weiter. Ja. Hab ein bisschen Schiss gehabt, dass ich jetzt über den Jordan gehe hier. Soll ja ein einprägendes Erlebnis sein, oder? Aber du hast dich deiner Angst gestellt, hä? Wo hast du die Kohle hergekriegt? Ja. Ich hab die alle angeschrien, hab gesagt, sofort die Kohlen jetzt hierher. Scheiße, was? Wo hast du das Geld her? Das sind deutlich mehr als 15.000. Ich hab gedacht, da kann man noch ein bisschen mehr, weißt du? Das sind 50 Riesen, Wade! Ach du Scheiße! Die uns nicht die Gurgel wegschlingen! Wo hast du die denn her? Also, alle, die in der Kapelle waren, habe ich angeschrien. Das Geld brauchst du vor! Du darfst ihnen das dann aber wiedergeben, ha? Ja, das kriegen die irgendwann mal wieder. Nee, direkt im Anschluss, Wade. Komm mit. Alles klar, das akzeptiere ich. Komm, wir gehen. Boah, guck mal, ja, du! Mensch, das ist aber auch ein Schmuckschnück. Geht dir gut? Das ist ein Schmuckschnück. Ja, das ist mein Glück. Da ist deine Stimmung gleich ein bisschen tiefer geworden. Ich bin jetzt ein Rocker. Ach ja, und hier ist ein riesen Atom-U-Boot. Haben wir gesehen, haben wir gesehen. Das könnte mal klappen. Was willst du denn mit einem Atom-U-Boot? Ah ja, für deinen nächsten Angelausflug. Oh, gute Idee. Radioaktives Angeln. Dann könnte ich die gleich noch mutieren lassen, die Viecher. Oh Gott. Ja, aber dann wird das mit dem Essen nix. Das stimmt. Aber ging's dir jemals ums Essen? Nö. Die ich hier am Samstag rausgezogen habe, war auch nur noch Matsch. Das ist entspannt halt, ja. Hast du uns versucht anzurufen, Raid? Nee. Darf dich nicht. Mhm. Scheiße, und falls du dachtest, ich hab geschauspielert meine Schmerzen. Sam hat mich wirklich die ganze Zeit geschlagen. Aber, also, denkt, ich hätte euch gerne angerufen, aber wenn ihr hier mit der Kartell-Scheiße, dann musst du schon machen, was sie sagen, weißt du? Hm. Das sind richtige Wichser. Und schwupp, liegst du in der Tonne. Ja. Mit was bist du hier? Mit deinem Bike? Ja, ja, ich bin mit dem Motorrad. Ich wollte noch schnell meinen Dings-Wohnwagen verkaufen gehen. Und dann, da hat es nicht mehr gereicht. Aber du hattest doch schon viel mehr als nötig. Ja, aber es ist Wade. Ja, Wade hat einfach das All-In gegangen, ne? Ja, also, 50 Riesen hast du von denen bekommen? Meine Güte. Ja, aber weiter. Wer hat dir das denn alles gegeben? Weißt du das überhaupt noch? Weiß ich eigentlich nicht.
Auf jeden Fall, Doc hat auch was gegeben. Okay. Lass uns mal darüber reden, ansonsten laufe ich jetzt heute noch einen ganzen Abend hier. Oh. Alles klar, ich hol mal eins. Hab ganz falsch gemacht. Ist aber auch ein scheiß weiter Weg. Alter. Aber wenn wir auf der anderen Seite geparkt hätten, hättet ihr das ja sehen, ne? Ja, ja. Hier hinten ist eigentlich relativ gut. Ehrlich gesagt habe ich die ganze Zeit damit gerechnet, dass er irgendwann aus dem Wasser kommt. Was sich verirrt hat. Wie Steven Seagal über in den Filmen. Oh Gott. Weil er so rauskommt mit dem Wasser, aus dem Wasser, mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ja, ja. Oh. So, dann gucken wir mal, wo er steckt. Na, mit drehen ist hier nicht. Scheiße, wo ist er? Ach, da vorne. Keine Ahnung. Ich sehe ihn. Okay. So, Wade, wir fahren jetzt zurück zum Club, ha? Alles klar. Machen wir. Alright. Also, so viel Mühe haben wir uns noch nie gegeben für die Aufnahmesachen. Also, normalerweise ist das tatsächlich ein bisschen harmloser, aber jetzt ist es richtig krass. Die Minensache war auch sehr geil, ja. Müssen wir ein bisschen kreativ werden, wenn wir das nächste Mal... Komm her, Bruder. Komm her. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Ja, danke schön. Das akzeptiere ich. Ja, das ist schön, dass du das akzeptierst. Muss ich das verstehen? Bierchen, hä? Ja, erstmal, Wade, warte. Ja. Ich glaube, hier... Gib das mal den ganzen Leuten zurück, den du es abgenommen hast, ja? Alles klar. Ich hoffe, du hast dir gemerkt. Hat er nicht. Hat er nicht, aber es wird schon klappen. Naja, bestimmt. Ist noch wer drin? Ja, ja, die sind alle drin an der Bar. Na, Mensch. Na, Vater. Hey, hey. So. Hallo. Ich hab was Bier, Vater. Gibst du mir einen Logger? Ja, klar. Ich muss noch stehen. Ja, mir auch. Gerade. Ja, klar. Los, Wade, der ist hier so nervös abgezogen. Alles gut bei ihm? Oh, grüß euch! Hey! Oh, oh, oh. Hallo, Wade! Oh! Pixies aus! Glückwunsch! Ja, danke schön! Oh, es klingt auch wieder glücklich, du! Ja, na klar! Hast du dir schon fast Gedanken gemacht? Wow! Ja. Nur macht einen schmalen Fuß! Na ja, klar. Ja. Oh. So, wie klang er denn vorher? Sehr nervös. Ah, oh, Mensch, das war ich auch! Es klang schon richtig, deswegen... Mhm. Ja, das waren so richtige Schlittern, die da rumgelaufen sind. Die ganze Kohle weg, so. Ja, sorry, danke dir. Geht? Das ist nicht schlimm. Sag mal, willst du auch einen Wagen? Ja. Wait! Die Kohle zurück, Wait! Du sollst die scheiß Kohle zurückgeben, verdammt. Ach, schade. Ach, so ist das, hä? So, werden hier was geben. Wait, ich schwöre dir, ich taste dich ab und wenn du noch was von der Kohle hast, dann gib's aufs Maul. Wow, das wäre super. Dr. Wade. Dein Schwein. Das waren doch nur vier. Was ein Abend, ey. Oh. Können ja auch sagen. 5000 Pfund. Oh, hier, ich hab dir auch 5 gegeben. Da. Die 1000 Dollar von dir, Babyface. Oh, sieht ziemlich aus. Ja, hier, ich hab dir 5 gegeben. Oh. Kurzen Moment. Sehr schön, muss ich doch kein LKW fahren. Okay, wir waren ja heute beim Thema Beichten komplett. Ja, mein Guter. Ich hab da auch was zu beichten. Ihr erinnert euch an den Tag, wo ihr angekommen seid. Wollt mal nicht so rum da hinten. Wo ihr Wade kennengelernt habt mit der Kutte an. Ja. Ihr habt im Gespräch erfahren, dass diese Kutte uns abhanden gekommen ist. Ja, der Lust hat die euch geklaut. Ja, genau. Das ist bei einer... einem Überfall von denen passiert. Wer hat denn die von euch rausgegeben? Ja, das ist der Punkt. Das war meine Kutte. Was? Die haben sie mir ausgezogen, als ich bewusstlos war. Die haben mich mit dem Basili zusammengefaltet und sie mir dann rausgezogen. Warum hast du die nicht zurückgeholt? Ich wollte die zurückholen. Ich habe das immer angefacht, aber die anderen haben mich immer niedergeschlagen. Sag ich mal. Beziehungsweise. Wer sind denn die anderen? Aus dem Club. Ich kann da ja schlecht alleine reinmarschieren. Willst du mir erzählen, dass dir die Kutte gestohlen wurde und als die anderen das erfahren haben, die gesagt, mach lieber nicht? Nee, die anderen wollten nicht mitziehen. Ach du Scheiße. Mal, bist du dann als Einziger ohne Kutte rumgelaufen?
Nee, sie haben mir dann so eine Ersatzkutsche besorgt. Was? Das fühlte sich so ein bisschen wie so ein China-Ding an. Eieiei. Ich sag euch das offen und ehrlich, weil ich finde das scheiße, wenn sowas im Raum hängt. Liam. Ja. Du dumme Sau, was passiert dir so eine Scheiße eigentlich? Was soll das denn? Kutte abnehmen, Ersatzkutte. Was wie Ersatzkutte? Was ist das denn? Das ist doch kein Schraubverschluss von einem Pilsener. Nein, das stimmt. Verdammte Scheiße, Liam. Meine Güte. Ich weiß, ich habe richtig Scheiße gebaut, was das angeht. Verdammt nochmal. Gott sei Dank habe ich die Scheiße zurückbekommen von dem Mistkerl. Alter Schwede. Ja, alles klar. Lass mich darüber nachdenken und geh. Ja, mach ich. Ach du Scheiße. Das Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Ich sag mal so, mit jeder Information wird war, kann er nicht da viel führen. Ne? Nee, ja, aber das danach. Aber, das danach ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Jeder Info, die man bekommt, wird das schlimmer, was man über diese Truppe hört. Man überlegt mal, der will seine Kutte wiederholen. Und die sagen, sagen nein. Hier, nimm lieber eine andere. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist das dein Scheiß Ernst? I'm lost. Ja, es ist nicht rückgängig zu machen. Ich glaube, wir haben damit eh schon abgeschlossen, ne? Ja, davon gehe ich aus. Ich habe auch keinen mehr von denen gesehen, außer ihn. Ja, das ist der Einzige, der es einigermaßen ernst meint hier. Ja. Der Einzige, der hier von alleine zurückkam und gesagt hat, ich stelle mich der Scheiße nochmal. Scheiße, das war eine Lieutenant-Kutte. Das war ein richtig hohes Tier eigentlich. Ach du Scheiße. Lieutenant, oh Gott. Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn das so passiert. Nein, die Scheiße zurückholen einfach. Naja, erstmal würde ich euch allen eine langen. Und dann würde ich dann zur Not da alleine hingehen, ja. Naja, musst du ja eigentlich, oder? Kannst du nicht, ja? Kannst du nicht eine Ersatzkutte. Also, nee. Ersatzkutte. Reingehen mit viel Hass. Also ich sag's euch ehrlich, wenn der Punkt kommt, an dem ihr sagt, ist mir egal, ob du die Kutte irgendwie ja, dann verloren bist du auch hast oder dann, nicht. Dann ist das alles hier schon, dann das ganze Konstrukt. Ich aber auch sagen, tschüss. Ja, genau, dann ist das ganze Konstrukt schon vollkommen. Dann ist das nichts wert, ja. Ja, dann ist die Kutte am Ende auch nichts mehr wert, wenn es den anderen nichts wert ist. Liam! Entspann dich mal, Liam. Mein Gott. Pass auf. Ich habe ja gerade mit Bruder Travis und Schwester Summer drüber gesprochen. Ganz am Ende ist es so. Also an dem Tag, an dem du eine Kutte verlierst und du sie nicht zurückholst, ist das gesamte Konstrukt des Clubs irrelevant. Dann bedeutet das nichts. Ihr habt hier keine Kutten getragen, sondern ihr hattet irgendwelche Aufnäher-Patches auf eure Lederwesten gemacht. Das ist vollkommen irrelevant dann. Summer hat was sehr Richtiges gesagt. An dem Tag, an dem sich deine Brüder und Schwestern dazu entschieden haben, dich nicht dabei zu unterstützen, das zurückzuholen, was dir gehört. Das ist der Tag, an dem du hättest gehen müssen oder da alleine hinlaufen, um dir die Scheiße zu holen. Du bist aber geblieben, oder? Ja. Ich habe mir überlegt, wie man die Typen finden könnte und denen die Kutte wieder abnehmen könnte. Aber einen Plan alleine durchzuführen, das funktioniert leider nicht. Ja, das funktioniert schon, aber man muss halt... Ich verstehe das auf der einen Seite, aber das ist... Verstehst du, was ich meine? Ja, definitiv. Wir waren kein MC. Nee. Wir waren ein Haufen mit... Westen mit Aufnähern. Genau. Und am Ende des Tages zeigt sich das in solchen Aktionen einfach nur. Denn wenn du irgendwo hingehst und sagst, ich meine, das ist auch wieder etwas, das passiert, ja. Wenn du bewusstlos bist, die nehmen dir das ab, du kannst dich nicht wehren. Aber an dem Tag, an dem das passiert, muss das Team, deine Brüder und Schwestern, zusammen mit dir alles dafür tun, um das wiederzuholen. Das ist das, was man tut. Die haben dich halt einfach, also, die haben dich verraten, du hast das Ideal verraten und was auch immer das hier sein sollte. Ersatzwesten. Verdammte Scheiße. Ich muss dir gar nicht vergeben. Weil das, was wir hier machen, nichts mit dem zu tun hat, was du getan hast. Die Frage ist nur, ob du dir selbst vergeben kannst. Denk da mal drüber nach. Und dann kannst du mir in ein paar Tagen deine Entscheidung geben. Okay. Und eine Kleinigkeit noch von mir, ein Tipp.
Mhm. Guck dir mal ein paar Actionfilme der 80er und 90er an. Dann lernst du, wie man alleine irgendwo reinkommt. Alles klar, mach ich. Stimmt, Mann. Steven Seagal ist überall alleine reingekommen. Was anderes habt ihr ja, da Mann. Im Knast nicht gesehen, oder? Ey, so ein Dreckschwein, der ist einfach reingegangen. Ja, überall und nirgendwo. Liam, aber ich danke dir dafür, dass du es erzählt hast. Ja. Auch das erfordert Eier. Ja. Vielleicht befindest du dich auf einem guten Weg. Ja. Jetzt verschwinde. Mach ich. Ich leg mich hin. Wir sehen uns morgen. Bis morgen. Abends schon. Schöne Albträume. Ja. Ich glaube, die haben das ganz gut geschafft, sich gegenseitig runterzuziehen. Wahnsinn. Was für ein Clownsverein. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, niemand hat mich angerufen. Ich habe gerade gecheckt. Hier ruft eh nie jemand an. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Hätte ja sein können, dass irgendwer anruft. Was für ein verrückter Scheiß. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Was? Ich habe versucht, Morales anzurufen. Hat die Nummer gewechselt? Dreckschwein. Ja. Ich habe die Schnauze für heute auch voll, mir reicht das auch. Was für ein verrückter Tag. Absolut. Was für ein verrückter Tag. Richtig viel los. Ich hau mich hin. Macht's gut. Schöne Albträume. So, ich hau mich hin. Ja. Macht's gut, Vater. Oh, wow. Perfekt. Perfekt. Ladies and Gentlemen, das war ein absolutes cineastisches Abenteuer heute.